Herzlich willkommen zu meinem Bauernhof in Adriatische Süditalien. Auf meiner Vlog, was ich mache auf meinem Bauernhof. Also heute, ja, ich bin seit einer Woche, ich habe die Bäume jetzt poliert und so. Also die sind meine besten Olivenbäume, die ich habe. Und der Verdienung ist schon groß von den 16 Bäumen, die ich habe hier oben. Ja, so. Aber die schauen jetzt ganz schön aus. Und die sind schon fast gut poliert. Abgeastet. Und so. Und das ist so, wie man macht eine gute Olivenöl. Die sind nicht Essenoliven, die sind Olivenöl. Es gibt zwei verschiedene Oliven. Es gibt über 25 Sorten aus Olivenbäumen. Und ja, sondern hier, das muss ich noch machen, das ist noch nicht fertig. Und so, das mache ich dann diese Woche. Und ich tue dann das dann abbrennen. Und so. Musste dann alles heute dann kehren. Und gestern, ich habe auf der Schornstein eine neue Ventilatoren, so dann eine Turbine. Und fast über anderthalb Jahre, dass ich bin hier, ich habe immer Rauch im Haus gehabt. Und gestern, es war erstmals, dass ich kann die Türen offen machen. Wenn ich, der Lagerfeuer ist an im Haus und es war ganz angenehm, dass ich muss nicht die Fenster aufmachen, wenn ich nur noch einmal Holz einlegen, sondern ja, das wirkt wahnsinnig gut. Und auch heute Morgen habe ich gemerkt, das war mehr frische Luft im Haus. Und ja, ich muss dann das auch weiter umbauen dann diese Woche. Also ich muss das dann oben polieren, ein bisschen malen und ein bisschen Befestigung machen. Aber früher, ich konnte nicht das Kamin auspolieren von oben, weil ich habe so Stein, Mauerstein so da hingelegt, so eine Kappe. Und das war ganz schwierig zu auspolieren. Ich habe dann den Kamin dann ganz gut auspoliert mit einem Besen und danach dann, ich habe das so umgebaut. Also habe ich auch ein bisschen gelernt hier gestern. Und so, also erstmal ist nicht gegangen, dann das zweite Mal habe ich so von oben von der Schornstein dann das abgerissen ein bisschen. Und dann ist es gut gegangen, weil das war nicht ganz flach. So ich habe das Schornstein dann oben so flach gemacht. So, ja. Die Hunde jetzt schlafen sich und ja, so dann geht mein Arbeitstag los und vielleicht ich würde dann das hier lassen und sie können mich sehen dann auf meinem Vlog, was ich tue und dann arbeite und so draußen in Natur. So. Ja. Okay, lass das vor ein paar Minuten und dann können wir sehen, so wie man kehrt ab Oliven. Also Olivenbäumen polieren oder abasten ist wirklich eine Kunst und das muss man lernen von einem Meister. Ich bin hier seit eineinhalb Jahren und ja, ich habe schon an ein paar Leute da auch gearbeitet, nicht auf meinem Grundstück, dass ich konnte das dann lernen. Und jetzt, ich bin froh, dass ich kann das alleine dann schaffen. Und sondern ich habe dann über 200 Bäume an meinem Bauernhof und 50 Fruchtbäumen. Und ja, das macht mich ganz beschäftigt. Okay, so los gehen wir's. Und
Richte dann ein bisschen mehr, so das Feuer geht nicht raus. Ich bin schon hälftewegs durch meine Zusammenkehren hier. Leider ist es ein Sonntag, aber ich mache meine eigene Uhrzeit, aber meistens ich bin schon auf um 6 Uhr morgens. Freitag habe ich kurz gemacht und auch gestern mit dem Schornstein. So, ja, muss arbeiten. Wenn es gibt schönes Wetter, muss arbeiten. Heute ist schönes Wetter. Angenehm. Ich möchte so eine Maschine, das kann Holz hacken, so kleine, ganz kleine Stücke, so Mist, Holzmist, dass ich kann eine Sommerküchegarten dann umbauen hier. Aber leider auf der Zeit, ich würde dann das brennen und vielleicht in Sommerzeit, ich kann so Heu dann drauf machen. Wird man schon sehen, was gibt's. Aber ich habe noch mein Gewächshaus
und das geht sich gut. Und man kann fast hier ganz wenig über Pasta und kaufen und essen vom Gewächshaus ganze Zeit. Und ja, das geht mich gut, denn richtig freut mich. Es ist ganz billig hier. So, ich wünsche euch alle einen schönen Tag noch, schönen Feiertag. Hoffentlich, Sie haben ein bisschen aus dem Blick ins adriatische Natur gesehen hier. Ich bin fast 15 Minuten vom See auf einen kleinen Berg. Und jeden Morgen, ich habe einen schönen Ausblick zu sehen. Und so, ich wünsche euch alle dann einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag noch und Wiedersehen, Servus. Es gibt noch. Ciao aus Italien.